Willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Reacts, powered by OM. Heute der gute Nico bei mir, Legi ja auch genannt. Wir schauen uns das Navi-Game an in der Pro League letztens. Wir schauen, was so geht. 2-2. Okay, ich wusste, dass er jetzt Telebass ist. Deswegen versuche ich den Planter hier einfach zu waschen. Ich hoffe, dass er mich nicht abzielt. Schweres Ding. Gelackt. Junge. Ja, nee, war nicht so gelackt. Es war schon nein, es war gut gespielt. Der erste vielleicht gegen, hat vielleicht einen Fehler gemacht. Was macht er da? Warum zieht er nicht den Smoke ab? Der Base Mate hört mich doch so. Absolut crucial Fehler von Perfecto, aber ausgenutzt. Und ja. Bumic kann da nicht auch nicht viel machen. Du wusstest, der ist in der Base. Ja, und den Base-Spieler schön. Hier sieht man die ganzen Stunden auf Recoil Master, wie ich ihn wegspraye. Richtig schön, gell? Haben wir also Gutes getan. Stark. Wir sind eigentlich ziemlich gut ins Turnier gestartet. Wir hatten das erste Game gegen EG, haben das auch relativ eindeutig gewonnen. Zweites Game war gegen Fnatic. Fnatic, genau. Es war eigentlich ein knappes Spiel. 2-1 haben wir verloren gehabt. Hätten eigentlich gewinnen müssen auf Nuke, denke ich, aber haben einige Fehler gemacht, von denen wir sehr viel gelernt haben tatsächlich. Und danach war das Navi-Spiel. Ja, und das Navi-Spiel ging ja auch ziemlich gut für uns aus. Wir haben in diesem Spiel irgendwie übertrieben krass gespielt. Wir haben 5er-Stacks A, B gespielt, wir haben viel gegambelt und jeder hatte richtig Bock zu gewinnen. Und wenn jeder Bock zu gewinnen hat, dann sehen die Games auch so aus, auch gegen das beste Team der Welt. 2-4 verloren, oder? 1-4 haben wir hier verloren. 1-4, geil. Ja. Da sind wir die. Ach guck mal, ich bin B-Haus gepusht. Ich sag die ganze Zeit Sujuk, Sujuk. Das bedeutet bei uns, wir kommen von hinten, wir sollen nicht pushen und warten. Kito hat es falsch verstanden, pusht. Ja, das ist leider Freefrag, weil Kito pusht. Und der will ihm halt helfen. Die einzige Möglichkeit, dass er die Runde gewinnt, ist genau das, was wir machen. Wir laufen in seinen Crosser rein, er wartet noch Fehler, er hofft auf Fehler. Wir machen sie. Aber zum Glück hat uns, glaube ich, Rische hier noch gerettet. Ich glaube, die Runde haben wir sogar noch gewonnen. Irgendwie, ja. Der Molotow hat nicht rübergewandt, das war so traurig. Ich saß zu Hause, hab zugeguckt und hab mich nur gehofft, was macht jetzt Rische, Alter? Wie wird er die Situation handeln? Der holt die Runden immer irgendwie komisch, ne? Ja, aber Perfecto muss da eigentlich viel besser reinspringen und sich auch mehr Zeit lassen mit dem Molotow. Wenn er einfach einen guten Molotow wirft, sie runter auch, weil er hat ja wie viel? Absolut vorbei. Oder so. Schauen wir nochmal. Aber in einer guten und schönen Welt, die wir uns immer bei Big vorstellen. Wäre es nicht zu diesem Szenario gekommen, wir hätten 4-1 gewonnen. Wir hätten alle keinen Herzinfarkt im Hintergrund. Ja. Und es wäre gegessen. Aber diese Games machen wir auch mit Absicht ein bisschen, ne? Okay, ein bisschen Adrenalin pumpen. Ja, genau. Gegen Kito und mich. Da ging durch. Da ging es sehr durch, da leider. Ging richtig durch. Kann mir vorstellen, wie tilt. Er hat sogar noch in der Demo danach geguckt und es ging. Das ist 1000% ein Hit. Durchgemacht. Das kann kein Mist sein. CS ist leider ein schlechtes Game, aber Hauptsache Geld, ne? Ja, muss man auch sagen, hier hat der CT, der T eigentlich auch großen Vorteil immer noch. Ja, leichtes 1-2. 1-2 ist einfach relativ zu spielen. Okay. Das muss man auch im CS verstehen, dass manchmal hat man sehr leichte Situationen, selbst wenn 1-2 ist, muss man manchmal die Runde holen. Wenn du quasi viel Zeit hattest, dich zu repositionieren oder so. Deswegen aber gehen wir nochmal zurück. Spielen wir nochmal. Großer Fehler hier war einfach, dass Nils da viel zu früh defused hat. Wir hatten Equip, du hattest auch noch eine Smoke. Wenn wir da ein bisschen warten und Nils dir ein bisschen Space gibt, oder beziehungsweise Zeit gibt, dass du näher zu ihm kommst, dann können wir die Runde auch ganz einfach holen. Er smoked die Bombe, tappt jetzt die Bombe und du gehst dann und bist ready zum Refragen. Ich glaube, er wurde links gekommen. Das kann auch gut möglich sein. Man sieht es auch aus deiner Inhalt, du hast nach links geschaut. Also wussten wir nicht, dass der CTBs war. Also war schon eigentlich okay gespielt, um ehrlich zu sein. 1-2-Szene. Verliert er eigentlich nie. Steht 14-5. Stark, ja, Rush. Jetzt Sandwich gehen? Nein, er geht auf diese Kiste. Bist du confident, wenn du auf dieser Kiste stehst? Nee, ne? Nein, ich persönlich gar nicht. Ist aber ein einfaches Pre-Fire eigentlich für den CT. Ja, und also jetzt, einfach jetzt rumzugehen. Sehr gefährlich, weil du springst und dann ist so keine Accuracy mehr. Hier ist das Wichtigste, dass Johannes einfach nur gutes Timing hittet. Oder Perfecto, wie in diesem Fall ihn nicht checkt einfach. Ja. Aber sehr confident, wenn Johannes deine 1-2 ist. Ja, wie gesagt, auch vorher mit Electronic. Es ist nicht so, dass man einen Nachteil hat, obwohl man eine Person weniger ist. Auch in der Rische-Runde, die einzige AWP, alles andere Eco. Ja, unsere bekannte Rische-Runde, wie sie nennen. Wird einfach AWP gekauft, alle anderen kaufen ein bisschen Beagles. Schön, er wusste, er muss den ersten Frag irgendwo machen, ist aggressiv gepiekt.
Und jetzt kann er eigentlich cool bleiben. Gute Position suchen, nichts und nichts ausspielen. Game-Winning-Runde. Ja. Bist du Klatschrischer? Jetzt will Niklas hier noch jiggeln gegen Lang. Und ich das habt ihr gesagt. Ich sehe es in seiner Inhalt. Hör auf. Ich wollte nur jiggeln. Nice. Eigentlich unmöglich jetzt zu verlieren. Sehr schön gespielt von Rischer. Wir haben einfach gezeigt, dass jeder mal wieder gewinnen will. Gerade nach so einem Match wie gegen Fnatic, was wir vorher verloren haben, wo wir nur wegen uns verloren haben, haben wir diesmal nur wegen uns gewonnen. Nicht, weil der Gegner schlecht gespielt hat, sondern weil wir ihn einfach outplayed haben. Und ja, so Games machen am meisten Spaß. Wir hatten einen schönen Abend danach. Und, ja. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren und schreibt in die Comments, was euch so, was ihr vielleicht mal gucken wollt oder worauf ihr Bock habt. Peace. Peace out.